Heute rede ich mal Tacheles, wer nicht zu mir passt. Ja, ganz ehrlich, der Titel Wasserwerfer gegen Chihuahua ist vielleicht ein bisschen hart gewählt. Aber ganz ehrlich, was anderes ist es nicht, wenn man beim Wasserschlauch den Hund bespritzt, wenn der am Zaun bellt. Nur weil der Mensch, auf Deutsch gesagt, zu faul ist zu trainieren. Denn nichts anderes ist es. Das ist Strafe, das ist gemein. Nur stell dir das wirklich mal vor. Stell dir mal vor, du sagst was und dann haut dir einer da aus dem Schlauch Wasser ins Gesicht. So richtig, aber mit Schmackes, bitteschön. Du weißt gar nicht, was du gemacht hast. Weil du hast was gemacht, was jeder Mensch macht. Du hast vielleicht ein paar Worte von dir gegeben. Und dann passiert das. Und jedes Mal, wenn du das machst. Und wenn du den Menschen siehst, insbesondere mit diesem Utensil, mit dem er das gemacht hat, dann wirst du nicht begeistert sein. Du hältst wahrscheinlich die Klappe, damit es nicht wieder passiert. Und es wird ja oft verharmlost. Naja, das ist ja nicht so schlimm. Ein bisschen Wasser ist da nicht so schlimm. Oder wenn ich da so einen Schlüssel schmeiße, du rufst klappert, ist doch nicht so schlimm. Oder wenn ich dem Zitronenhalsband anziehe, ist doch nicht so schlimm. Naja, ganz ehrlich, wenn es nicht schlimm ist, dann funktioniert es halt auch nicht. Hunde, die das nicht schlimm finden, denen macht es nichts, das ist korrekt. Aber dann hat es auch keine Wirkung. Und er wird dann nicht mit dem aufhören, was du beenden möchtest. Wenn er es beendet und wenn er dann am Ende schon abhaut, wenn er nur das Utensil sieht, dann macht es was. Weil es flößt ihm Angst ein. Und ganz ehrlich, das kann man so machen, ja, aber dann ist man bei mir verkehrt. Ich habe mich da früher mit den Menschen angelegt, das mache ich nicht mehr. Ich sage es jetzt hier nur mal ganz deutlich, wofür ich nicht stehe. Ich mache das jetzt nicht mehr, wenn ich unterwegs oder ich sehe irgendwie sowas und das ist jetzt nicht wirklich ein Freund von mir, dann sage ich dazu nichts. Ich gucke immer, dass ich aus Situationen schnell rausgehe, wenn ich merke, mein gegnerischer Part da tut seinem Hund was Unangenehmes an, ne? So Würgen am Hals oder da gibt es auch verschiedene Dinge. Dann sehe ich zu, dass ich möglichst schnell wegkomme, damit dieser Hund möglichst schnell aus dieser blöden Situation kommt. Früher habe ich diskutiert und versucht, das zu erklären, das mache ich nicht mehr. Es ist heutzutage wirklich möglich, sich zu informieren, wie man die Dinge angehen kann. Und wenn man so arbeiten möchte, okay. Aber ganz ehrlich, wundere dich auch nicht, wenn das mal nach hinten losgeht. Nicht jeder Hund zieht den Schwanz ein und sagt, ich gehe. Das sind genau die Hunde, die nachher bei mir gelandet sind zum Resozialisieren. Die haben dann entweder gesagt, okay, ich gehe tatsächlich und mache gar nichts mehr. Mit denen war dann auch nichts anzufangen. Oder noch schlimmer, ich gehe nach vorne und beiße. Und wenn ich von beißen rede, meine ich immer Löcher mit Blut und so. Und das machen sie in der Regel auch ohne Warnen, weil Knurren wird ihnen ja auch verboten. Und das ist der Punkt. Dann wird, dass sie warnen, macht das nicht, das wird ihnen verboten. Und wenn sie irgendwann gelernt haben, wenn ich nach vorne gehe und beiße in den Menschen rein, dann spurt der. Dann hat man ein riesengroßes Problem. Und wenn der Hund das Glück hat und nicht gleich beim Tierarzt landet und seine Spritze kriegt, dann landet er vielleicht irgendwo, wo er vernünftig behandelt wird und resozialisiert wird. Aber das ist wirklich leider vielleicht bei zu wenigen Hunden der Fall. Wenn mehr Hunde das machen würden, dann wären die Menschen vielleicht vorsichtiger. Bei Pferden finde ich das noch extremer. Das ist wirklich so, wo ich mir denke, ey, es sind so starke Tiere, warum lassen die sich immer alles gefallen? Und bei vielen Hunden, auch bei großen Hunden, ist es tatsächlich so, sie lassen es sich tatsächlich gefallen. Und nur weil sie es sich gefallen lassen, gibt dir das absolut kein Recht, es zu tun.
finde ich. Mir liegt es am Herzen, mit meinen Hunden eine vertrauensvolle Beziehung zu haben. Dieser kleine Hund hier war lange auf der Pflegestelle. Warum? Der hat gelernt, nach vorne zu gehen. Und du siehst, wir haben ein vertrauensvolles Verhältnis und ich kann alles machen mit ihr. Ja, aber nicht, weil ich sie dazu zwinge, sondern ich habe es mit ihr geübt und ich kann sie kämmen und ich kann ihr Zecken rausmachen und ich kann die Ohren sauber machen und ich kann ihr Bäuchlein streicheln und sie hat sie auch sogar gerne. Sie hat einfach gelernt, ich gehe nicht mehr nach vorne und beiße in die Menschen rein, weil sie auch inzwischen Vertrauen hat. Und wie lange hat das gedauert? Bei ihr und mir ein Blick. Das war tatsächlich so. Das ist nicht immer so, aber bei uns beiden war das so fort klar. Nach mir hat sie nicht ein einziges Mal gebissen. Auf der Pflegestelle, wo ich sie abgeholt hatte, die hatten Höllenangst gehabt vor ihr. Und warum ist das so? Weil ich nichts von ihr wollte. Ich habe nicht damit angefangen, oh, ich muss dich erst mal streicheln. Nein. Sie ist zu mir gekommen und alles war gut. Und ich bin nicht übergriffig, es ist ein kleiner Hund. Die sitzt jetzt hier freiwillig, ich halte die nicht fest. Und die vertraut mir. Und die weiß, dass sie mir vertrauen kann. Die weiß, dass sie sich auf mich verlassen kann. Und das ist der Punkt. Das Einzige, was sie wirklich heute noch hat, nur wenn ich mal sage, irgendwie schimpfe, weil irgendwas am Rechner nicht klappt oder so und ich werde ein bisschen lauter und schimpfe ein bisschen auf die Technik oder sowas, dann rennt sie sofort hinter den Sessel, zieht den Schwanz ein, Kopf so. Das ist das, was ich grundsätzlich mache. Lass die Hunde auch auf mich zukommen. Ich behandle sie mit Respekt. Ich erwarte auch, dass sie mich mit Respekt behandeln. Das heißt ja nicht, dass die grenzenlos alles machen dürfen. Aber es ist wirklich so, dass ich mir immer überlege, was will ich haben. Und das trainiere ich. Und mein Fokus liegt auf dem, was ich haben möchte. Und wenn ich sowas habe, wie bei ihr zum Beispiel, die hat Autos gejagt. Vermutlich hätte sie sich umgebracht. Dann übe ich das, wir da ruhig dran vorbeigehen. Und zwar Schritt für Schritt, sodass wir eben da auch vorankommen. Und ich finde immer, wenn du was mit einem Löwen nicht tun würdest, dann tu das auch nicht mit deinem Hund. Auch wenn du es tun könntest. Und gerade kleine Hunde werden oft so super respektlos behandelt. Jeder meint, er muss... Ah, wie süß. Nein, verdammt nochmal. Wenn es ein großer schwarzer Hund wäre, würde es kein Mensch machen. Warum in drei Teufelsnamen muss man das mit so einem kleinen Hund machen? Ja, sie ist süß. Ich finde sie auch süß. Aber das heißt nicht, dass jeder die antatschen muss. Und ich beschütze sie da auch. Gerade am Anfang, als sie zu mir kam, die durfte gar keiner überhaupt die Hände in die Richtung strecken. Das habe ich allen Menschen verboten, weil sie das total doof fand. Naja, und darüber hinaus hatte sie natürlich auch gelernt, wenn ich in diese Hände reinbeiße, die auf mich zukommen, dann gehen die wieder weg. Ich möchte aber, dass ich mit den Händen auf sie zukommen kann und sie sich freut. Ja, da habe ich dir eine tolle Übung, die Grabschübung, die ist in meinem Basiskurs auch drin, weil ich die so wichtig finde. Das
ein Hund, wenn eine Hand kommt, nicht nach vorne schießt und sagt, ich beiße rein, sondern sich freut und der Hand entgegenkommt. So kann ich nämlich auch mal ins Halsband greifen und festhalten. Oder ins Fell greifen und festhalten, wenn der Hund gerade nichts anhat, ohne dass der sich umdreht und sagt, ey, ich beiß dir jetzt in die Hand. Und ich, das übe ich, das sind einfach Dinge, die ich übe, die ich total essentiell finde. Tausendmal wichtiger als Sitzplatz, Fuß und dieses immer so zu üben, dass der Hund auch lernt und das machen kann und schafft. Und natürlich hatte ich, am Anfang habe ich hier einfach das Geschirr angelassen, damit wir den Stress nicht haben. Na, jetzt, die springt ins Geschirr rein, also das sind alles keine Themen oder Anleinen oder sowas. Am Anfang hatte sie eine kleine Hausleine dran, damit ich nicht, wenn ich irgendwie was von ihr wollte, sie anfassen muss überhaupt. Und auf die Art und Weise klappt das dann relativ schnell und man kann eben auch, der Hund vertraut einem. Der Hund kann einen einschätzen, der Hund weiß, es geht keine Gefahr von meinen Menschen aus. So, und wenn du nämlich solche Dinge machst, wie mit einem Wasserschlauch, mit einer Flasche, mit einer Rappeldose. Ich will gar nicht so viel aufzählen, ich will da niemanden auf blöde Gedanken bringen. Dann ist das, wenn der Hund darauf reagiert, indem er das, was du lassen soll, lässt, für den total unangenehm. Und überleg dir selber mal, ob du sowas haben wolltest. Der Hund hat in der Regel nie gelernt, was er stattdessen tun soll. Aber er wird bestraft für ganz normale Dinge, die ein Hund eben tut, wie zum Beispiel bellen. Und das kann total nach hinten losgehen, und zwar auch bei so einem kleinen Hund. Möchte ich noch eine kleine Geschichte erzählen, weil der Herr hatte auch ein bisschen viel diesen berühmten Menschen da im Fernsehen geguckt, der ja kein Hundetrainer, sondern ein Comedian ist. Und hatte seinen kleinen Malteser, der ein bisschen durch war, weil sein Frauchen war gestorben, und der Herr war jetzt alleine mit dem Hund, und der Hund hat darauf reagiert, wenn jemand zu Besuch kam oder auch wenn er draußen, wenn sie begegnet sind, Menschen, dass er die angebellt hat. Und dann hat er ja gesehen, man muss diesem Spaziergänger, dem Besucher, dem Jogger, dem weiß ich, wo der Hund halt darauf reagiert hat, dem muss man aber nur mal eine Wassersprühflasche in die Hand geben und dann soll er den Hund besprühen, wenn er den anbellt, und dann ist das Problem erledigt. Hat leider nicht ganz so funktioniert, weil dieser Hund hat gesagt, ey, was für ein Loch, da renne ich jetzt mal hin und ich belle nicht nur, sondern ich beiße rein. Also hatte er, als er bei mir angerufen hat, hatte das Problem gehabt, sein kleiner Hund ist auf alle Jogger, Spaziergänger, Besucher losgegangen und hat nicht mehr gebellt. Er hat stattdessen gebissen. Es hat eine Weile gedauert, bis ich rausgekriegt habe, wo Trans lag, aber hat dann zum Glück eben erzählt, dass er das eben bei diesem Martin Rutter gesehen hat und das eine gute Idee fand, und ja, irgendwie ist das bei ihm dann anders ausgegangen als im Fernsehen gezeigt. Blöde Geschichte das. Und das ist der Punkt. Und zum Glück hat er ja bei mir angerufen. Wir haben das wieder in den Griff gekriegt. Aber wenn das dann nicht nur so ein kleiner Hund ist, sondern ein größerer, und der hat einen Menschen ernsthaft verletzt, dann geht das los. Dann kriegst du Auflagen, Leinenzwang, Maulkorbzwang, Wesenstest, eventuell sogar die Auflage, den Hund einzuschläfern. Und dann ist es nicht mehr witzig. Und dann heißt es ja, der Hund ist böse. Nee, der hatte nur keine andere Chance. Und deshalb reagiere ich da, zumindest wenn zu mir jemand kommt und sagt, er will das so machen, relativ barsch und sage, okay, das kannst du so machen, kein Thema, aber dann nicht mit mir. Da bin ich die Falsche. So, das musste ich heute einfach mal loswerden. Das ist so ein bisschen out of order. Ich sitze hier gerade bei mir zu Hause und habe gedacht,
zwischen Kuchen und Brotbacken, das muss ich jetzt mal schnell loswerden. Ja, ich hoffe wirklich, dass die Menschen verstehen, dass nicht der Hund schuld ist, sondern immer das andere Ende. Und das gibt, man braucht es nicht. Du musst dem Hund doch nur zeigen, was du willst. Ich mache da noch mal ein Video zum Thema Grenzen setzen, weil das ist nämlich genau so ein Thema. Ja, und falls du es eben nicht so machen möchtest, sondern das vielleicht aus Verzweiflung machst, ich habe gar nichts dazu. Ich hatte auch eine Dame, die ihren Dackel wirklich, boah, das war schon hardcore. Aber die hat dann das selber gesehen, als sie sich mal ein Video angeguckt hat, was sie aufgenommen hatten. Boah, der arme Hund, hat sie dann gesagt. Das war mir nicht bewusst. Ich wusste es nicht besser. Und die hat das so toll gemacht. Es war eine Dame, die war über 70. Und jetzt sagt er, das mache ich nicht mehr. Der arme Hund, das mache ich jetzt anders. Und dann habe ich ihr das gezeigt. Und dann hat sie das wirklich so toll gemacht. Und der Hund hat so super mitgemacht. Der hatte auf einmal richtig Spaß und Freude. Und sie hatte gar nicht mehr diesen Stress mit diesem Hund. Und das ist nämlich der Punkt. Dein Hund macht gerne mit, aber du musst ihm auf eine Art und Weise zeigen, dass er es auch verstehen kann. Und ich weiß, dass viele Menschen vor Verzweiflung das machen, weil sie nicht wissen, wie sie es anders machen können. Dann kommt bitte, buch mein lieber Hund-App und dann haben wir Kontakt. Und dann können wir dann auch besprechen, wenn du vielleicht sagst, boah, ja, also eigentlich habe ich auch Bauchschmerzen bei dem, was ich da tue und will es auch gar nicht machen, aber ich weiß mir nicht zu helfen. Weil man kriegt es auch anders hin und ich unterstütze dich gerne dabei. Findest den Link zur App unterhalb vom Video und alles Weitere können wir dort besprechen. Ich wünsche dir trotzdem ein wunderbares Wochenende in diesem Sinne. Claudia, deine Hundetrainerin mit Herz und Motte.